Seit mehr als 50 Jahren, seit 1969, steht der Neptunbrunnen im Park am Fernsehturm zwischen Marienkirche und Rotem Rathaus. Aber wo stand er früher? Wer hat ihn entworfen? Wie ist er gestaltet? Welche allegorischen Figuren sind dargestellt? Soll er an seinen ursprünglichen Standort zurückkehren? Diesen Fragen werde ich in dem Video nachgehen. Der Neptunbrunnen gilt als Meisterwerk des Bildhauers Reinhold Begas. Er hatte den Brunnen zunächst ohne Auftrag als freie Schöpfung entworfen, dann übernahm die Stadt Berlin die Finanzierung und Ausführung des Brunnens und machte ihn 1888 Kaiser Wilhelm II. Zum Geschenk. Reinhold Begas, 1831 als Sohn eines Malers in Schöneberg geboren, war Schüler und später Mitarbeiter von Christian Daniel Rauch. Über Rauch habe ich ja bereits ausführlicher in meinem Video zum Reiterdenkmal von Friedrich dem Großen gesprochen. Reinhold Begas war hauptsächlich in Berlin tätig, hatte sich aber auch immer wieder für längere Zeit in Rom, Italien, aufgehalten. Seine monumentalen Arbeiten sind sehr charakteristisch für die Kaiserzeit im preußischen Berlin. Insbesondere Kaiser Wilhelm II. Schätzte das Pathos der Arbeiten von Begas und verschaffte ihm nach seiner Thronbesteigung 1888 eine Vielzahl an repräsentativen Aufträgen. Hier einige der bekanntesten Beispiele. Bereits vor dem Neptunbrunnen verwirklichte Begas das Schiller-Denkmal am Gendarmenmarkt und das Sitzbild von Alexander von Humboldt vor der gleichnamigen Universität. In der Regierungszeit Kaiser Wilhelms II. Gestaltete er das Nationaldenkmal für Kaiser Wilhelm I., das 1897 enthüllt wurde. Zwei Figurengruppen an der Siegesallee, deren künstlerische Oberleitung er ebenfalls innehatte. Sowie das 1901 fertiggestellte Bismarck-Nationaldenkmal vor dem Reichstagsgebäude, das 1938 an den Großen Stern versetzt wurde. Ausführliche Informationen hierzu findet man in meinem Video zur Siegessäule. Weiterhin gestaltete Begas zahlreiche Porträtbüsten und Skulpturen. Ein Zeitgenosse schrieb über ihn, er arbeitete in der Zwangslage eines beinahe dämonischen Schaffenstriebes und unter ewigem Ansporn seines Genies. Entwürfe reihten sich an Entwürfe, immer schwebten Wolkenzüge von Plänen durch seinen sinnenden Kopf. Und dabei diese enorme Vitalität. Begas lebte mit seiner Familie in einer von ihm selbst im italienischen Stil entworfenen Villa mit Atelier in der Stühlerstraße 4 im Tiergartenviertel. Nach einem schaffensreichen Leben verstarb er 1911, kurz nach seinem 80. Geburtstag. Den Neptunbrunnen errichtete Begas an der Südseite des Berliner Schlosses als damals größte und bedeutendste Brunnenanlage der Stadt im Stil des Neobarock. Vorbild war unter anderem der barocke Neptunbrunnen in Rom. Nun aber zur Gestaltung des Brunnens. Das Gesamtbild kann man am besten von oben erkennen. Die Vierpass-Brunnenschale aus poliertem rotem Granit hat einen Durchmesser von 18 Metern. Im Zentrum des bis zur Spitze des Dreizacks 10 Meter hohen Brunnens steht ein Felssockel, an dem sich zahlreiche Meerestiere wie Hummer, Krebse, Fische und Polypen tummeln. Auf dem Felsen platziert ist eine Muschelschale, die von vier wasserspeienden Tritonen gestützt wird. Tritonen sind mythologische Mischwesen mit dem Oberkörper eines Menschen, den Vorderbeinen eines Pferdes und dem Körper eines Delfins. Auf der Muschel thront die mächtige Figur Neptuns, der antike römische Meeresgott, der das Zeichen seiner Macht, den wogenstillenden Dreizack, über die Schulter gelegt hat. Umgeben ist er von mit dem nassen Element spielenden Putten. Vier Wassertiere, Seeschildkröte, Seehund, Krokodil und Schlange, speien ebenfalls Fontänen zum Zentrum der Anlage hin. Auf dem Rand der Schale sitzen vier Frauenfiguren. Diese personifizieren die vier großen Flüsse Preußens, Rhein, Oder, Elbe und Weichsel. Zu erkennen sind sie an den Charakteristika der jeweils durchflossenen Landschaften. Der Rhein hat ein Fischnetz und Weintrauben, die Weichsel Holzklötze als Symbol für viele Wälder, die Oder Ziege und Fell und die Elbe Ähren und Früchte. Alle Figuren sind aus Bronze gegossen und durch eine künstliche hellgrüne Patina hervorgehoben. Der Brunnen ist, wie man sehen kann, äußerst beliebt bei den Passanten, vor allem den Kindern, aber auch Erwachsene klettern schon mal auf die Figuren. Wie eingangs erwähnt, stand der Brunnen ehemals vor dem Berliner Schloss. Damals sah es dort so aus. Und unzählige Postkarten wurden von Touristen aus Berlin verschickt. Nach der Sprengung des Schlosses 1950 und vor der Einlagerung des Brunnens 1951 sah es so aus. Und heute so. Damit kommen wir zu einem kontroversen Thema.
Seit Beginn des Wiederaufbaus des Berliner Schlosses als Humboldt-Forum wird gefordert, den Brunnen wieder an seinen ursprünglichen Ort aufzustellen. An der Spitze der Befürworter stehen natürlich Wilhelm von Bodin mit seinem Förderverein, aber auch Franco Stella, Künstler, Politiker, die Gesellschaft Historisches Berlin, der Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin und viele andere. Bereits im November 2015 hatte der Bund 10 Millionen Euro für die Versetzung des Neptunbrunnens freigegeben, die bisher aber nicht abgerufen wurden. Und im Sommer 2020 wurde eine Fernwärmeleitung am Schlossplatz umverlegt, um eine Versetzung möglich zu machen. Der rot-rot-grüne Senat von Berlin hat sich bisher für einen Verbleib des Brunnens an seinem heutigen Standort ausgesprochen. Im Mai 2021 teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen mit, dass kongenial zu den hochwertig kopierten Schlossfassaden auch ein gleichartig gestalteter Brunnen als qualitätvolle Replik auf dem Schlossplatz möglich, jedoch bisher weder beschlossen noch finanziert sei. Was meinen Sie? Was meint ihr? Sollte der Brunnen am jetzigen Ort bleiben oder besser auf den Schlossplatz zurückkehren? Wäre eine Replik eine sinnvolle Lösung? Auf die Antworten bin ich gespannt. Wie immer freue ich mich über ein Like, ein Abonnement und Weiterempfehlungen meines Kanals. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.